Hallo Leute und willkommen zurück bei Resident Evil Revolutions. Starten wir doch mal in unsere Kampagne wieder zurück und schauen uns an, wo wir stehen geblieben sind. Bisher bei Resident Evil Revelations. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ah, ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. So, spannend, und nun geht auch weiter. In unsere Episode 5. Verdammt, ist das kalt. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkon in Mocky-Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Was für das Beste halten? Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So, du bist Jessica also gefunden. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey, du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, gehen wir. Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert. Oh je, oh je. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Drei schicke Waffen haben wir dabei. Wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. Dann müssen wir wohl hier lang, Leute. Verschlossen. Hä? Normalfall? Quint, ah. Gib mir den Schraubenzieher. Klar, hä? Oh oh. Bitte, sag mir nicht, du hast ihn fallen gelassen. Okay, wo ist er? Ich weiß, dass ich ihn hier noch hatte. Warte, du hast ihn doch sicher beim Stolpern fallen lassen. Welcher Film ist das? Überall Schnee. Ein einsamer Außenposten und eine grausame Bestie. Ich hab gesagt, kein Film raten.
Na bitte. Ah, da lag er also. Du bist so ein Trampel, weißt du das? Sorry, Grinder. Gehen wir mal weiter auf der Suche hier ins Ungeheuerische. Oh, jetzt können wir auch hier das öffnen. Nur weil unser Freund vergessen hat, den Schraubendreher fallen zu lassen. Oh, beim ersten Mal. Eigentlich rate ich da fast nur. Prinzip so. Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Tipp mal ein bisschen rum und bing, jawohl. Die Überwachungskamera hat was. Was jetzt noch? Das hier war auf den Überwachungsbändern. Okay. Ist das etwa Veltro oder was? Wow, hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Sieht ganz danach aus. Wow! Was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Ein Poltergeist. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Oh. Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh. Alter Verwalter. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Oh, das hat bestimmt wehgetan. Alter. Das sind echte Horroraufnahmen. Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? Ja. Das heißt, wir erwarten hier sicherlich was sehr Interessantes. Hey, das ist der Raum vom Überwachungsband. Immer schön Munition. Oh, ich bin voll. Voll. Da haben wir noch was. Chipschlüssel aufgehoben. Okay, Leute. Das ist ein Chipschlüssel. Der wird sicherlich noch interessant. Ich kann das Netzwerk des Bordcomputers knacken, wenn ich den WEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Ja, was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Das war aber mal eine schnelle Szene. Noch einmal kurz rein. Key holen. Das war's. Weiter geht's wohl, ne? Das war's ja wohl noch nicht. Oh, wieder zurück. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Wasser, was plätschert. Eieiei. Sind wir wieder bei Ihnen beiden hier auf dem Frachter immer noch gefangen. Munition am Ende. Kartenleser.
Eieiei. Wollt ihr das Schiff mit eurem neuen Virus versenken? Ja, man öffnet doch einfach so eine Tür so im Wasser, ne? Hm. Komisch, komisch hier. Das ist ja... Okay. Achtung! Der Kehlraum wird geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Maschinenraum. So sehen doch unsere Vorräte schon mal ein kleines bisschen besser wieder aus. Das Wasser steigt. Ach, schon wieder ins Wasser hier. Los, uns bleibt keine Zeit. Nö, nicht wirklich. Ich glaube gerade auch gesehen, oder? Der da kann schwimmen. Ich würde dem Wasser fernbleiben. Gänsehaut-Feeling. Okay. Da ist irgendwas. Heiß. Na toll. Geht also hier lang nicht. Müssen wir hier lang weiter? Ist auch, lässt nicht in Ruhe, ne? Gehen wir erstmal hier lang. Gewehrmunition. Dann laden wir mal kurz mal unser Waffenarsenal. Okay, ich möchte aber trotzdem da hinten nochmal hin. Laut Angaben müssen wir hier links. Schauen wir uns das Ganze doch mal genau an hier. Gespenstchen hier. Ja, genau.